Ja, hallihallo und willkommen zurück bei Games ohne Gerstensaft. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich zu einem gewissen Teil auch den Philipp erwartet haben, gehe ich mal davon aus, weil ich hatte eigentlich gesagt, ich mache nur vier Teile von Far Cry 3 und lasse es dann bleiben. Aber, ich dachte mir einfach, ich mache ein bisschen weiter. Also, wir sind genau da, wo ich das letzte Mal auch aufgehört habe, weil ich das letzte Mal so großartig gescheitert bin bei der Mission mit der Medusa, die wir jetzt hoffentlich erfolgreicher infiltrieren werden. Also Far Cry 3 ist wieder im Programm. Und dann will ich gar nicht weiter labern und würde sagen, wir gehen direkt ins Spiel. Und ich habe schon mal wieder geladen. Ich brauche den Controller. Dann stelle ich mir mal lieber noch einen Timer, nur für die Sicherheit. Und dann geht es jetzt los. Ich muss mir erstmal wieder in die Steuerung reinfetzen. Ich habe das ist jetzt auch eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Denn wir produzieren den Quark ja immer vor. Das heißt, ich habe nicht letzte Woche das letzte Mal gespielt, sondern es ist schon etwas länger her. Aber ihr wisst ja, es ist ja egal bei mir, ob ich lange gespielt habe oder nicht. Ich spiele so oder so. Okay, Jason. Etwas eigenartig. Nenn ich's mal. So. So, dann plündern wir. Achso, mein Beuterucksack ist noch voll. Egal. Nach der Mission würde ich vorschlagen, ich weiß ja nicht, wie lange wir das schaffen, aber dann würde ich sagen, ich darf jetzt nicht wieder irgendwie Granaten werfen aus Versehen oder so. Nach der Mission würde ich sagen, gehen wir dann erstmal ein bisschen jagen und vergrößern mal unsere Taschen. Das habe ich euch ja nämlich noch gar nicht so ausführlich gezeigt. Das eine. Das noch. Verfluchte Schlammloch. Ist jetzt gar nicht mehr so clever, weil ein Stein werfen kann man auch. Achso, ich wollte doch diese dusseligen Tipps abstellen. Ne? Moment, ganz kurz das mal. Hat er sich das nicht gemerkt? Das ist ja blöd. Hier ist doch alles aus. Aus, Zielerinnerung, aus. Tutorial? Ist doch eigentlich aus. Wieder kam dann jetzt. Tiefste blöde Mitteilung. So. Weil ich mich erinnere, hat es ja beim letzten Mal geklappt, dass Gesundheit. Man kann das aber oft. Sie stehen jetzt hier einfach so. Ist halt ein bisschen blöd, dass man sich hier da nicht umgucken kann, wenn man den zurückzieht. Aber soll uns erstmal egal sein. So, jetzt haben wir die ersten Informationen vom ersten Funk her. Das ist mir doch beim ersten Mal schon passiert, oder? Was war das? Ach, Mann, ey. Ich hätte schwören können. Mann.
auch nicht schlau. Naja. So, also ein bisschen finster hier bei mir auf dem Bildschirm. Egal. So viele Schätze. Beim letzten Mal habe ich versucht, den Typen auszuschalten, ohne also diesen gelben Knaller hier auszuschalten, ohne den Kollegen hier zu behelligen. Hat ja nicht so ganz geklappt, wie ihr euch vielleicht erinnern werdet. Aber jetzt. Komm hier. Put. So. Ach Mann, ich würde schon ganz gern noch mehr Beute. Einsammeln. Das ist ganz nützlich, dass man die Leute da immer noch so durch die Wände sieht, ne? Weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich hasse es hier! Ist ja nicht mehr lange hier. Zack! So, wenigstens Geld können wir noch aufsammeln, was er jetzt gerade nicht hatte. Aber auch nicht mehr so lange, weil ich gesehen habe, dass meine Brieftasche auch nur noch 1000 Geld geht. Und wir sind schon bei 900 oder so. Ja, doch. Sagen wir gehen erstmal hoch und verschaffen uns mal einen kleinen Überblick über El Situation. Da 963. Da war doch noch einer. Ah, da ist auch einer. Dumm. Wie machen wir es denn jetzt am dümmsten? Der Linke, der geht da doch jetzt eigentlich nicht weg, ne? Überall Moskitos. Ja, sollte sich nicht rumdrehen. Oh. Ah, hab schon eine super tolle Idee. Die dauert jetzt leider wieder ein bisschen, aber die wird der Knaller. Muss der Kollege nur erstmal.
Ups. Ah. Das war klasse. Weil, verdammt. Puh. Naja. Ja, meine Idee sah natürlich ein bisschen anders aus, aber ist ja trotzdem erfolgreich gewesen. Von daher. War mein Glück, dass das die letzten beiden Hanseln waren. Und dass ich, dass ich entdeckt wurde, als ich hier ein bisschen rumgeballert habe. Egal. Ach Mann. Moment, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Verzeiht mir bitte meine stümperhaften Aktionen, aber naja, was will man machen? Ach nee, das ist da unten. Ah nee. Zack. So, jetzt ist auch unsere Brieftasche voll. Toll. Oder? Müsste doch eigentlich. Ach Gott. Genau, Brieftasche. Prima. Weil ich euch. Natürlich auch mal zeigen wollte, wie toll diese Benachrichtigungen sind. Versuche mich gerade. Ach so, plündern nicht möglich. Ja, super. Pech gehabt, ne? Das heißt. Ich versuche mich gerade krampfhaft daran zu erinnern, als ich das erste Mal durchgespielt habe. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Habe ich das bombastisch gelöst. Vom Feinsten. Also richtig. Kriege ich das wahrscheinlich nicht hin. Der PC auf. Der will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Wir sehen es. Was? Wir sind am nächsten dran. Scheiße, komm hierher. Ich bin soweit. Jetzt oder nie. Ja, jetzt, ich komme also von da hinten, aber ich bin ja nicht blöd. Oder bin ich? Oh oh. Ach verdammt. Naja, das war es nicht so, Herr Brunner. Aber. Ich will ja nicht. Dort auf die warten, wo sie mich vermuten, sondern ich schleiche mich mal ein bisschen weiter weg. Muss sie aber quasi, glaube ich. Ja, sowieso ausschalten. Schön, dass es jetzt dunkel wird. Die Dunkelheit ist mein Freund. Da sind sie. Die Knallköppel. Ich könnte die mal markieren, ne? Wäre gar nicht mal so blöde. Letztens habe ich auch mal rausgefunden, also das ist. Das letzte Mal gespielt habe, warum jetzt der Fotoapparat so blinkt. Habe ich natürlich schon wieder vergessen. Aber egal. So, jetzt dackeln die natürlich erstmal von dannen. Aber ich glaube, das waren mehr als diese vier.
Ja, genau, geht mal da schön aufs Boot. Und dann habe ich nämlich, das kann ich euch ja mal erzählen, damit ihr euch vorstellen könnt, wie ich das großartigerweise letztens ist auch schon fast wieder ein halbes Jahr her, wie ich das großartigerweise gelöst habe. Und zwar habe ich so ein paar Sprengladungen verteilt. Und als dann die große Ballerei losging und die vom Schiff runter wollten, dann sind die in den Leim, auf den Leim gegangen und sind in die Sprengladung gelatscht. Das wird es bestimmt nichts werden. Weil die dackeln jetzt nämlich, soweit ich weiß, nur da oben rum. Aber ich glaube, das waren mehr als die vier. Habe ich denn eigentlich Sprengladung? Wie ging das hier? Oh. Ah, Gott sei Dank die richtige Taste. Da, zwei Stück. Ah. Und eine Annäherungsmine. Ach ja, genau, die meine ich ja. Die werde ich ja nicht. Und dann könnte ich ja mal noch, nur so zum Schapaz, falls dann, also es sind ja ne, vier, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, also jetzt erstmal, aber ich habe nur zwei so eine Dinger reingelegt, dann könnte ich ja hier noch so ein paar andere, ne, das ist doof, Teile hinpacken. Ist ja blöde jetzt. Na geh ich. Passt schon. Dann gucke ich hier auf meine tolle Insel. Ja, ah, siehst du, es sind schon fünf. Jetzt müsste ich bloß noch jemanden treffen hier. Verdammt. Okay, ist vielleicht ein bisschen zu weit weg. Naja. Naja, die oben. Moment, ich muss erstmal diese Typen speichern. Ha. Ich bräuchte ja mal wieder mumpeln. Verdammt, hier ist noch ein. Nein, 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 nein!
Verdammt! Hey Dennis, bin auf der Medusa. Die Piraten sagen, dass... Jason, was will unseren Tod? Keine Zeit zum Reden. Naja. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Geht klar, aber ich sag ja, das wird diesmal nicht so ganz souverän klappen, aber jetzt haben sie hier ihre blöden Kniften verloren. Aber naja, geschafft ist geschafft, das ist ja schon mal viel wert. Und jetzt habe ich eine neue Anleitung bekommen, toll. Hier sind noch so ein paar. Achso, kann ja eh nicht plündern. Mann, jetzt geht erstmal zu so einer dusseligen Station hier. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, noch ein bisschen. Und, achso, das sind jetzt meine Jungs. Freundschaft. Ah, ja. Da muss ich erstmal gucken, wo hier die nächste, Lager ist. Wahrscheinlich das, was ich letztens eingenommen habe. Schnellreise? Nee. Aber bloß sinnlose Ladebildschirme, das wollen wir nicht. Was war das? Ich wollte. Hier ging es ja nicht weiter, ne? Ach. Oh mein Gott, was mache ich denn? Naja. So. Dann. Was habe ich mir. Ach, ich habe mir so eine dusselige Spritze reingepfiffen gerade. Ach Mann. Okay, das mit der Steuerung, das üben wir nochmal. Aber jetzt. Ja. Danke. So parke ich im echten Leben auch. Alter, los. Und jetzt, ach ja, super. Das ist ja auch blöd. Na, Moment. Gerade überlegt, da kann ich jetzt ja endlich alle meine Inventarsachen verkaufen. Aber ich habe ja auch überhaupt keine Geldkapazitäten mehr. Das heißt, ich muss mir erst irgendeinen Quatsch kaufen, den ich sowieso irgendwann freispielen würde. Das ist schade. Holen wir jetzt erstmal. Ach, das ist schon verfügbar. Leuchtpistole, ja. Irgendwann. Ne, ich will das jetzt nicht ausrüsten. Ist doch. Der Bogen ist eigentlich ganz gut. Was? Achso, ja. Der passt natürlich das Geld nicht. Dann verkaufen wir jetzt. Schnellverkauf hier alles. 435, 53. Super! Ach, das geht nicht mehr? Ach, Munition kaufen wäre auch mal clever. Zack. Jawohl, ja. Dann verkaufen wir das und dann können wir den Bogen immer noch nicht kaufen. So, jetzt habe ich so eine super tolle. Dingspistole gekauft. Wieso habe ich dann trotzdem keine Granaten mehr? Muss man das selbst kaufen? Das war ja noch nie da. Was? Aber ich habe doch. Moment. Y gedrückt halten, weil. Zack. Ich muss mir wirklich nochmal die Steuerung so ein bisschen anschauen. Ja, da sind auch keine Granaten drin, oder? Ach, das Ding hat's nicht. Ihr habt gesehen. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Nein, aber die hatten das gerade noch nicht aktualisiert. So, und jetzt habe ich keine Lust, erstmal die nächste Mission zu machen, habe ich ja gesagt. Wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit. Deswegen würde ich sagen, gucken wir in diesem Teil mal noch
Was mache ich denn die ganze Zeit? Würde ich sagen, gucken wir in diesem Teil nochmal, was wir für die Herstellung benötigen. Und im nächsten Teil, das wird dann ein reiner Jagdteil. Ja. Da jagen wir uns dann, was wir halt so benötigen. Erstmal Beuterucksack. Hier, Beuterucksäcke. Brauchen wir Tapir. Tapir, check, ihr merkt euch das, ne? Tapir. Und für eine neue Brieftasche Schweinsleder. Holen wir uns erstmal Schweinsleder. So, kann man eigentlich auch ein bisschen mehr gucken. Wildschwein, Schwein. Oh, Spritzen werden auch toll. Auch Schwein, also Schweinschwein. Schweinschwein-Timer geht los. Egal. Und Rucksack. Das wäre auch praktisch, ne? Ziegenfell. Also wir jagen Haustiere, quasi Nutztiere, bis auf die Wildschweine. Würde ich sagen, machen wir im nächsten Teil, ne? Wir gucken uns jetzt noch ganz kurz an, worauf ihr euch freuen könnt. Wir werden nämlich dann hierhin zuerst wahrscheinlich gehen. Da gibt es nämlich Schweine. Hier gibt es Ziegen. Hier unten gibt es Tapire. Würde ich sagen, decken wir uns erstmal ein mit Tierfellen. Und dann geht es im nächsten Teil weiter bei Games ohne Gerstensaft. Mit Far Cry 3 im Singleplayer. Und ihr wisst ja, bei Games ohne Gerstensaft spielen wir Spiele durch. Das heißt, die nächsten 200 Jahre seht ihr dann mich, wie ich Far Cry 3 spiele. Nein, war nur Spaß. Nee, wir werden es versuchen durchzuspielen natürlich. Ich gebe mir auch Mühe, dass es nicht allzu lange dauert. Aber die Ausrüstungsteile, die sind nun mal essentiell, deswegen müssen wir so einen Teil auch mit einschieben. Und das wird auch nicht der letzte Teil sein. Es gibt dann ja auch noch diese seltenen Tiere. Die werden wir definitiv auch noch erlegen müssen. Und das wird auf jeden Fall Spaß. Nächste Woche auch schon. Also schaltet dann wieder rein, wenn es wieder heißt Games ohne Gerstensaft. Mit Far Cry 3. Bis dahin.